Guten Morgen. Guten Morgen, hier sind wieder Tanja und Rainer. Und heute sind wir unterwegs, wieder mal mit Komoot. Was das gibt, bleibt dabei, wenn ihr das wissen wollt. Und zwar gehen wir heute die Rivaris-Talsperre. Die hat ungefähr 10 Kilometer und 210 Höhenmeter. Wir stehen jetzt hier auf dem Parkplatz in Rivaris an der Stauseestraße. Und jetzt geht's los, ne? Jo. Lassen wir uns mal überraschen, ob das funktioniert heute. Ja, wir haben ja gerade festgestellt, dass es hier noch eine andere Wanderung gibt. Die nennt sich Appelkist und Schiefer. Die ist 8 Kilometer lang und die werden wir euch sicher auch noch vorstellen. Haben wir mal ins Auge gefasst, haben wir mal ins Auge gefasst. So, und wir gehen jetzt einmal los. Das Wetter ist ganz schön. Ja, besser wie gestern. Ja, gestern war es ja heftig, aber das sehen wir ja, wenn ihr das andere Video gesehen genau. Gestern haben wir die kleine Almglückrunde gedreht. Genau. Und da haben wir richtig den Popo gewischt gehabt. Mhm. Wir verlinken euch das Video unten in der Beschreibung. Wenn ihr Lust habt, schaut mal rein. So, und wir gehen jetzt. Wir gehen jetzt los. Okay. Begleitet uns. Ja, auf die ersten paar Meter gefällt uns hier schon mal alles sehr gut. Wir gehen jetzt hier auf einen schönen Pfädchen. Ein bisschen grün und ein bisschen der Morgentau. Unter uns plätschert die Rivaris. Mhm. Und wir gehen nach dem Moment noch auf dem Weg. Appelkist und Schiefer. Genau, weiter geht's. Oh, schön bis jetzt, ne? Finde ich auch. Gerade ein paar Meter Gang. Richtig romantisch. Und herrlich. Hier sind wir jetzt ein Stück auf dem Weg von Appelkist und Schiefer. Jetzt geht wieder steil der Berg hoch. Aber hier haben wir schon das Mist entdeckt. Und die Appelbäume. Auf geht's weiter. Jetzt sind wir hier bei Kilometer 16 von dem Moorscheider Grenzpfad. Genau. Aber den gehen wir heute nicht. Heute nicht. Schön mit deinen Felsen, ne? Wunderschön. Und Glück und Wetter haben wir heute auch. Ja. Schatz, guck dir das doch mal an. Ja, ich sehe es. Wir sind jetzt bei 1,8 Kilometer ungefähr. Und ich glaube, der geht 400 Meter hoch, wenn ich das richtig hier in der App gesehen haben. Packen wir das. Müssen wir durch. Als Lurch. Schatz, das steilste Stück haben wir jetzt. Trotzdem, ich kann nicht mehr. Ach, das wollte ich hier jetzt. Das kam weiter. Okay. Eine gute 2 Kilometer haben wir jetzt den höchsten Anstieg geschafft. Und jetzt geht's bergrunter auf schönen, schmalen Pfaden. Sieht gut aus. Herrlich. Weiter geht's. Gut. Wir sind immer noch auf dem Teilstück vom Moorscheider Grenzpfad. Ja. Oh, da unten scheint noch eine schöne Aussicht zu sein. Ne? Okay. Ja. Überall immer so ein paar Felsbrocken hingeschmissen. Oh ja. Das sind Schräge. Die gefallen uns. Da kommt Tanjachen. Ja, ich hab dich geknipst, mein Schatz. Oh. Das Geländer doch sicher. Bei Kilometer 3 ungefähr sieht man zum ersten Mal die Rivaris Staumauer. Und wir haben vielleicht noch Kilometer oder was, dann müssten wir an der Talsperre sitzen. So, mein Schatz, jetzt haben wir den ersten Blick auf die Talsperre. Und jetzt umrunden wir noch die ganze Talsperre. Was ich jetzt schon vermisse, ist, der Uferbereich ist bewachsen mit hohen Bäumen. Man hat kaum einen anständigen Blick auf die Rivaris-Talsperre. Das ist echt schade. Wir sind noch hier an schönen Pausebänkchen vorbeigekommen. Ja, aber man kann schon eben die Bäumchen angucken, weil man von der Talsperre so gut wie nichts sieht. Das könnte man anders schon lesen, aber es ist so, wie es ist. Wir haben ja noch ein bisschen Weg vor und vielleicht haben wir doch noch schönere Ausblicke. Gut, vielleicht habe ich ja zufrieden hier. Mann. Wollen wir es hoffen, ne? Genau. Das ist nämlich gut für uns. Jo. Schatz, guck mal. Wieder eine Bank zur schönen Aussicht. Und was sieht man? Bäume. Jetzt haben wir doch noch ein schönes Plätzchen gefunden. Ja, mache ich doch direkt mal ein Foto. Genau, von hier aus hat man doch einen ganz schönen Blick auf die Talsperre. Ich denke, von hier aus lasse ich jetzt auch mal die Mini 2 fliegen. Ich habe gestern Abend schon in der Dronik-App nachgeschaut und ich habe hier Starterlaubnis, also das heißt, es ist nicht verboten, hier zu fliegen.
winke dir zu und küsse dich. Ach, wie schön. Und hier an der Riverriss-Talsperre wird für die Region Trier klimaneutrales Trinkwasser erzeugt. Die Riverriss-Talsperre liegt etwas höher, als das Wasser wirkt. Das Wasser fließt hier runter durch eine Turbine, erzeugt Strom. Jetzt haben wir hier auch noch eine intelligente Steuerung dazwischen. Das Wasser wird berechnet, das Wasser für den nächsten Tag wird berechnet und wird dann, wenn die Sonne scheint, auch dann in den Hochbehälter gepumpt. Und der Strom, der dann dabei erzeugt wird, geht dann ins Netz. Das hast du aber schön erklärt, mein Schatz. Ich hoffe es. Gut, weiter geht's. Wenn ihr das jetzt auch verstanden habt, daheim, dann ist die Welt in Ordnung. Wenn nicht, ist die Sache noch ausbaufähig. Das Trinkwasser, das hier gewonnen wird, wird auch regelmäßig auf Schadstoffe untersucht. Das Wasser, das hier gewonnen wird, ist sehr weich. Das verhindert so übermäßige Kalkablagerungen in Waschmaschinen und anderen Elektrogeräten. Das Wasser hier ist sehr sauber und es sind keine Pflanzenschutzmittel oder sonstige Schadstoffe nachweisbar. Zumindest nicht in der trinkwasserrelevanten Konzentration. Also das ist reines Wasser, reines Naturwasser, das hier gewonnen wird. Das kann man auch bedenkenlos daheim dann aus der Leitung trinken. Schön gemacht. Okay. Was hat ihr bei mehr Mineralstoffe? Wie manches Mineralwasser, oder? Ich muss da ja mal vergleichen mit unserer Sprudel. Wieder ein schöner Blick. Aber diese Hecken um die Talsperre mit Stacheldrahtverschlag, das sind so Sachen, die gefallen uns jetzt gar nicht so gut. Da muss man schon sagen, da habe ich in der Nonnweiler Talsperre doch viel schönere Blicke auf die Talsperre. Noch eine kleine Info zwischendurch. Das Trinkwasser hier ist doch für die Stadt Trier und wird in Hochbehältern zwischengespeichert. Das Trinkwasser von hier wird über 640 Kilometer Rohrleitungen bis an die Verbraucher nach Trier geleitet. Bei nächster Möglichkeit links. Ja, jetzt kommen wir hier aber auch noch an ein schönes Pauseplätzchen und einen sehr interessanten Baum finde ich hier. Der hat was, der Baum da, ne? Hat was, habe ich mir schon gedacht. Ja. Ach, schon ein paar Fotos gemacht. Trink was Kleines und dann geht's in diese Richtung weiter. So, was wird uns hier erklärt? Hab ich kurz schlau gemacht. Das Trinkwasserwerk hier in Irsch ist eines der modernsten in ganz Europa. Entschuldigung, in Deutschland. Und hier wird auch erklärt dann, wie das Ganze funktioniert. Interessant ist das schon, wenn uns auch der Weg hier nicht wirklich von der Socke haut. Nee, ziemlich gar nicht. Nur eintönig. Der Weg ist nur eintönig. Und wir haben jetzt schon fast 7 Kilometer. Ja. Kaum ein Blick auf die Talsperre. Überall nur Bäume. Also wir haben das anders vorgestellt. Aber wir machen uns nichts draus. Wir haben ja gewusst, wenn wir zwar mit Komoot unterwegs sind. Ja gut, in dem Fall konnte doch Komoot also nicht dafür. Nee, aber trotzdem, die Komoot-Wanderungen meistens sind, die gehen dir in die Hose. Ja, aus irgendeinem Grund. Wir dürfen keine Komoot-Wanderung machen. Nee. Aber vermutlich kommt die nächste doch irgendwann. Sicher. Blick in die Vergangenheit. Ja, und hier sieht man auch die Osburger Mühle. Sie musste auch dem Bau der Riverriss-Talsperre weichen. Daneben stand noch ein schönes Gasthaus, das von der Bevölkerung gerne benutzt wurde. Auch das ist es ja nicht mehr vorhanden und auf dem Grund des Sees. Und auf dieser Infotafel wird uns wieder die Entstehung der Riverriss-Talsperre erklärt. Der Bau erfolgte im Oktober 1954 und nach 4 Jahren konnte der Bau schon fertiggestellt werden. Film mich, muss da dabei, habe ich Hunger und will Kaffee trinken. Ja, ich muss mich jetzt beeilen. Und wir kennen Jost, Tanja. Es wird echt ungemütlich. Eine schöne Ecke zum Kochen haben wir nicht gefunden. Also machen wir uns doch hier unser Wiener Schokolade, ne? Genau, und unser Köpfchen, ne? Okay. Aber dafür haben wir einen profilierten Platz, wir haben 2 Bänke. Jawohl. Und wir haben einen Stauseeblick. Wir brauchen schon einen Tisch, ne? Der Blödsinn wird überbewertet. Ganz genau. Und schmeckst du? Mhm. Eine Mahlzeit. Mahlzeit. Wienerle mit Brot. Ja, und Senf. Akkus laden ist wichtig, gell, mein Schatz? Jo, dann hat man nämlich ein Foto-Video finden. Praktische Sache, ne? Ja, das haben wir hier
gemütlich unser Kaffee getrunken, haben uns noch Wiener warm gemacht. Ja, die Drohne haben ich auch noch fliegen gelassen, aber ja. Hm. Wir warten es mal ab, ne? Genau. Von hier aus genießen wir jetzt noch einen schönen Blick auf die Staumauer. Und ich muss noch ein Foto. Tanja, machen wir ein schönes Foto hier. So, Schatz, noch ein paar Meter. Ne? Mhm. Da haben wir es hinter uns, die Wanderung da. Jetzt kommen wir noch an eine Wassertretstelle. Aber ich glaube. Gehst du noch mal rein, Tanja? Ich glaube, ich bin heute zu faul. Der Weg war so langweilig, ich bin müde und ich will jetzt einfach nur noch ins Auto. Okay. Ne? Die Eierentanja ist schon in die Geschichte eingegangen. Brauchst du nichts mehr zu beweisen, ne? Kurz vor Schluss stehen wir hier noch an einem schönen Wassertretbecken. Das ich heute aber nicht nutzen werde. So, dann schaffen wir uns ans Auto. Schatzi, ja. Ich glaube, wir sind am Ziel. Ich glaube, ich habe unser Jockey gesehen. Ja, ja, haben wir es geschafft, ne? Ja, da leuchtet was Weißes durch die Bäume. Doch, dahin ist der Eingang, ja. Genau. Cool. Gut. Jo, jetzt sind wir am Ende der Wanderung angekommen. Darf ich? Natürlich. Wir sind noch hier auf dem Grillplatz der Riverriss-Talsperre. Ist an sich sehr schön gelegen, ganz idyllisch. Aber jetzt kommen wir mal zuerst zum Fazit. Ja, also es war jetzt wirklich nichts so Berauschendes. Es war ziemlich eintönig und man hat ab und zu wirklich nur ganz selten mal die Talsperre gesehen. Überall alles eingezäunt und mit Bäumen und Gebüsch. Nee, war nicht so der Burner. Gut, also ich würde auch sagen, den Weg werden wir wohl das zweite Mal nicht mehr gehen. Positiv erwähnen will ich dann eben diese viele Informationen über das Wasser und über die Aufbereitung, über die Trinkwasserversorgung der Stadt Trier und des Umlands hier. Das war natürlich sehr interessant und auch lehrreich. Aber als Wanderweg, ja, gut, mir brauchen wir dazu nicht sagen, oder? Nee. Nun ist auch diese Wanderung Geschichte. Bleibt gesund und munter, bis zum nächsten Mal. Eure Tanja und Rainer. Rainer vom Kanal. Tanja und Rainer und Tour. Tschüss. Tschüss. Und noch einmal, wenn es gefallen hat, bitte das Like nicht vergessen. Und noch nicht abonniert habt, bitte abonnieren, wird uns sehr freuen. Und Kommentare schreiben. Ciao. Ja. Ciao.